Mit 12 leistete ich den Eid, verließ mein Zuhause und meine Familie. Als ich 16 war, starb mein Meister. Ich nahm sein Schild und seinen Namen an mich und wurde so zum Kreuzritter. Der Glaube war meine Rüstung, die Pflicht meine Bestimmung, die Feinde Zakarums zu vernichten. Ich schwor zu leben wie ein Kreuzritter und so zu sterben. Nun kehrt die Verderbnis zurück in die Herzen der Menschen. Ich erkenne es in den Augen der Wahnsinnigen und im Heulen der Verdammten. Ein gefallener Stern führt mich nach Westen zur Stadt Neu-Tristram. Der Kreuzzug ruft mich. Und so folge ich. So, hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play hier. Auf Schwanne Gaming. Na, mein allererstes ist es nicht, habe schon ein paar gemacht, aber bin gerade ein bisschen am Umgestalten. Egal, also. Ja, darf ich euch vorstellen, das ist Bird, wie man links oben auch sieht. Ein Kreuzritter. Ja, Diablo-Erweiterung, Reaper of Soul ist draußen. Oder Reaper of Souls ist draußen. Und ich habe den Kreuzritter noch nie gespielt. Und schauen wir mal, was hier so geht mit dem. Also insofern ist das so ein bisschen semi-blind. Ja, wir legen einfach mal nebenbei so ein bisschen los und schauen mal, was er so drauf hat. Für allejenigen, die es nicht wissen, das hier ist Hardcore. Das heißt, wird unser Bird sterben, dann bleibt er auch tot. Und ja, also ich habe mich auch noch nicht über den Kreuzritter informiert hier. Und wie ihr oben rechts erkennen könnt, spielen wir auf der Schwierigkeitsstufe Meister. Was ist das denn? Gestählte Sinne. Erhöht den Blockwert. Aha. Okay. Spielen wir auf den Schwierigkeitsgrad Meister. Das wurde ja mit Patch so. Sei gegrüßt, ich bin Kreuzritter und sah, wie ein Stern auf die Stadt niederging. Okay. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Oh, das machen wir gleich. Vorher müssen wir hier noch dem guten Wumford helfen. So, ja. Wie wird das Let's Play vonstatten gehen? Also, ich werde den einfach von 1 bis 70 leveln. Ich habe noch gar keinen 70-Charakter. Ich habe auch Akt 5 noch nicht abgeschlossen. Das habe ich mir für dieses Let's Play hier aufgehoben. Also Malta, ihr lebt noch. So, und ja, nochmal schon zum Schwierigkeitsgrad. Oh, das ist so ein Herzglobe. Sogenannter Ruhm der Nephalim. Heilt mich schneller, lässt mich schneller bewegen und so weiter. Die meisten von euch werden es natürlich schon kennen. So. Aber zum Schwierigkeitsgrad. Das wurde ja mit Patch 2.01 geändert. Gab es früher noch die Schwierigkeitsgrade Normal, Albtraum, Hölle und Inferno. So werden wir jetzt beim Leveln nur jeden Akt nur einmal spielen, weil das geht relativ fix hier vonstatten. Und ja, lassen wir uns mal heilen hier. Ich habe übrigens vergessen, die Paragon-Punkte zu verteilen. Das werden wir gleich nochmal machen. Weil, wie wir sehen, haben wir ja schon 147 zur Verfügung. Ja, so ganz Cellphone werden wir das Let's Play nicht spielen, aber ich war beim Schwierigkeitsgrad angelangt, stehen geblieben. Ja, jetzt gibt es halt nur noch normal, schwer, ich glaube Profi, Meister, auf dem spielen wir, und dann gibt es halt die 6 Qualstufen, halt die Superstufen. So, wir werden mal gucken, kann sein, dass ich in späteren Levels quasi die Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtersetze, wenn es mir einfach zu lange dauert. Sofern wir denn da irgendwie hinkommen. So, jetzt werden wir erstmal ins geschlachtete Kalb gehen. Werden uns das hier nebenbei so mal ein bisschen anhören. Und verprügeln hier die Auferstandenen. Oh, wir sehen schon, die machen auf Meister ordentlich Schaden. Uiuiui. So, das hätten wir geschafft. Wir holen uns hier noch Leas Tagebuch. So, ich werde trotzdem mal nebenbei ein bisschen schnacken hier. Ja, mit meiner Sorg habe ich vor 2 Wochen mal angefangen zu leveln. Die ist jetzt mittlerweile 60. Dafür habe ich grandiose 8 Stunden gedauert. Es geht also relativ fix. Wir wollten die Paragon-Stufen einstellen.
Ja, das machen wir erstmal. Also, unser Hauptattribut, unweigerlich zu erkennen, ist hier Stärke. Das ist unser Primärattribut. Und wir werden mal schauen, was haben wir denn hier? Okay, hier können wir, also Zorn ist unsere Ressource. Ja, Vitalität. Wir werden mal hier ein bisschen so mal uns so 100 Boni-Stärken holen. Und für Hardcore mal ein bisschen Vitalität hinzufügen. 85. Aber ich glaube, das steigt auch mit dem entsprechenden Level, welches wir haben. Gut, so, dann Abklingzeitreduktion brauchen wir nicht. Crit ist erstmal unwichtig für uns. Werden wir also erstmal die Angriffsgeschwindigkeit ein bisschen pushen. So. Es kann sein, dass ich später noch ein bisschen verändere. Ja, wenn wir hier mal 10 Punkte auf Lebensregeneration machen, ist vielleicht nicht ganz so unwichtig. Ja, Lebenprozent, wir werden uns auf die Rüstung konzentrieren und auf Widerstände. So, Abenteuermodus. Ja, werden wir voll und ganz auf Leben pro Treffer gehen. Das werden wir brauchen hier, damit uns unser gute Bird hier nicht wegwippt. Und ja, schwuppdiwupp haben wir auch schon 980 Leben. Deswegen auch der schön rote Bildschirm. So, holen uns hier nochmal schnell Kanes Tagebuch. Gibt uns ja immer ein bisschen XP. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale. Und wir sind eine Stufe gestiegen. Und schauen wir mal nach hier. Schildstoß. Okay. Die Menschheit erneut zu verderben. Stürmt auf einen Gegner zu und versetzt ihm sowie allen Gegnern in der Nähe einen Schlag. Verursacht 325% Waffenschaden als Heiligenschaden sowie 300% der Blockschaden als Heiligenschaden. Okay. Ja, naja, was anderes haben wir nicht. So, unser Primärangriff, den wollen wir gleich mal unter die Lupe nehmen. Also erzeugt 5 Zorn pro Angriff. Zerschmettert euren Gegner, wodurch er 200% Waffenschaden erleidet und erhaltet gestählte Sinne, wodurch eure Blockchance 5 Sekunden lang um 15% erhöht wird. Okay, oh, das hört sich doch erstmal nice an. Und dann wollen wir mal hier losgehen. So, ja, was ist die Besonderheit jetzt nach Patch 2.01 beim Leveln, beziehungsweise mit der Einführung von Reaper of Souls? Okay. Das macht also... Ah, das geht also durch die Gegner durch. Okay, interessant. Oh, der war daneben gesenzt. So. Ja, werden wir gleich mal hier anlegen. Ja, was ist die Besonderheit beim Leveln? Blizzard hat hier ein sogenanntes dynamisches Level-System eingeführt. Das heißt, die Stärke der Gegner passt sich an unser Level an. Das heißt, im Hardcore-Modus eine altbewährte Variante, den Gegner out zu leveln. Das heißt, bei Diablo 2 oder auch früher bei Diablo 3 war es so, der macht ja schon ordentlich Bums hier, war es halt so, dass man die Möglichkeit hatte, immer im Level voraus zu sein. Das heißt, jedes Gebiet hatte so eine Art Levelgebiet. Ja, weiß ich nicht, beispielsweise Levelgebiet 5 und wir waren schon 8. Haben wir automatisch weniger Schaden erlitten. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, uns bleibt nur die Möglichkeit, den Gegner out zu geben. Und wollen wir mal gucken, ob uns das hier gelingt. So. Ja, wir werden hier also nicht wie wild durchpesen. Und, sondern hier, wenn ich der Meinung bin, so eine Höhle lohnt sich, dann werden wir das halt einfach schnurstracks machen. Wir sind übrigens ein Level gestiegen. Also wir merken schon, wie die Gegner hier einfach ewig brauchen, um down zu gehen. So. Okay, was haben wir denn hier Neues gekriegt? Schlitzen. Durch die Luft vor euch. Was? Oh Gott. Also auch hier wieder 5 Zorn. Erzeugt 5 Zorn, okay. Durchzieht die Luft vor euch mit heiligem Feuer, wodurch alle davon erfassten Gegner 190% Waffenschaden als Feuerschaden erleiden. Probieren wir gleich mal aus hier. Okay. Also ist dann quasi so wie beim Barbaren der Lieb. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also dieser komische Sensenschwung. So, wir machen ganz schön lange hier. Egal.
Ja, wie gesagt, vorhin hatte ich glaube ich schon erwähnt, dass wir, also das, was ich in der Tour habe, halt auch einfach benutzen werden, damit es halt auch einfach auch irgendwann schneller geht. Und wir hier nicht so wie jetzt hier ewig vor so einem Gegner lang gehen. Aber ich bin gespannt, was der Kreuzritter so auf Lager hat. So, das brauchen wir nicht. Okay, Höschen. Schüchen gibt uns eine Erfahrung. Er stürmt also auch auf den Gegner zu. Okay. So. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, so eine Folge werde ich immer so eine Art circa eine halbe Stunde machen. Sodass wir, ich schätze mal, so in 10 Stunden optimistische Schätzung von mir hier durch sein werden. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Die Gerüchte über Folter und noch So, ein Schlimmeres schönes Buch, werden gibt von uns immer ein bisschen Tag XP. näher. Was ist mit Wir werden Tristram hier und so viel wie seinem Krieg möglich geschehen? erkunden. Ah, Ich sehr schön. dachte einmal, Okay. dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich So, am getäuscht. Anfang muss man natürlich hier diese Wir alle Crap-Items haben einfach uns mal anlegen. getäuscht. Na, der schnellste scheint er nicht zu Letztendlich sein. wird die Armee im Morgengrauen Ja, also wie gegen gesagt, eine halbe Westmar Stunde marschieren. wird so eine Folge immer Was gehen. soll Ich werde aus uns versuchen, pro werden? Tag, naja, so mindestens eine Folge hochzuladen, wenn nicht Diese sogar mehr. Kreatur muss Ich bin sterben. gerade wieder ein bisschen im Klausurstress und das ist hier immer so eine nette Abwechslung. Weil das Videorendern natürlich auch immer braucht. So, naja. Wir werden das hier versuchen, mal auf Meister durchzuziehen. Und nach der Folge werde ich einfach mal ein bisschen anfangen zu craften. Das werde ich offscreen machen. Werde ich dann die Ergebnisse einfach vorstellen. Aber ich denke nicht, dass das hier für euch sonderlich interessant ist. Ja, das Auktionshaus ist ja bekanntlicherweise vor einigen Wochen ein Glück weggefallen. So gibt es also nur noch einen Weg, hier voranzukommen. Ah, sehr schön. Und zwar spielen, spielen, spielen. Ich Ah, benötige das mehr ist. Okay, Zaun. das ist aber sehr an den Mönch angelegt. Aha. Okay. Gleißender Schild hat er gleich automatisch rein. Ich glaube, das muss ich nochmal ändern, dass ich das frei wählen kann. Na komm schon. Ich glaube, eine Waffe werde ich mir gleich mal craften, oder? Das dauert hier sonst zu lange. Okay, das erinnert hier sehr an den Mönch, dieses Blenden. Ich glaube, im Mönch heißt es gleißender Blitz oder so. Benutze ich nur nie bei ihm. Nur Geduld. Okay, hier haben wir eine Abklingzeit. Das werden wir uns gleich mal angucken hier. Aber wie wir sehen, das geht eigentlich relativ fix hier. Zwar jetzt ja nicht vom Progress her, also vom Fortschritt, aber das Leveln an sich. So, wer diese Heilenkugel noch nicht kennt, ist sogenannte Ruhm der Nephalim, währt immer eine Minute. Ihr bewegt euch schneller und eure Gegner werden von gewaltigen Energieexplosionen getroffen. Heil- und Machtkugeln verstärken und verlängern diesen Effekt. Aha, okay. So, dann schauen wir mal. Okay, gleißender Schild. Eine Lichtwelle bricht aus eurem Schild hervor und blendet 4 Sekunden lang alle Gegner in einem Bereich von 30 Metern vor euch. Jo, ganz nützlich für Hardcore-Modus, würde ich sagen. Ah, der Effekt sieht da ganz cool aus. Brauchen wir jetzt noch nicht. Scheußliche Mom ist down. Das wusste ich auch noch nicht, dass man das mit diesen Heilkugeln quasi noch verlängern kann, diesen Effekt. Oh, sehr schön. So, regeneriert sich Zaun? Ja, Zaun regeneriert sich. Okay, das ist also anders als beim Barb. Beim Barb wird ja die Wut nur regeneriert, wenn man quasi Angriffe vollführt. So. Mal gucken, ob wir hier. Ah, komm schon. Ah, den Ansturm, den kann man also auch aus weite Ferne nutzen. So, Level 5 haben wir erreicht. Wie gesagt, geht am Anfang sehr, sehr schnell. Aktive Schwungangriffe, die werden wir uns gleich mal nach dem Fight hier angucken. Ja, Timer ist gestellt, also wenn ihr dann Piepen hört, dann ist das immer so das Ende der Folge. Zack. Ah, bin schon ein bisschen geil hier auf den Kreuzritter. Macht auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck. Ja. Schildstoß. Oh. Ah, also nur in die Richtung vor uns, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, funktioniert der. Okay.
Ja, und dieses Projekt wird natürlich solo ablaufen. Das ist klar. Das heißt, ich will irgendwie die Story hier ein bisschen genießen, will nachher auch Akt 5 genießen. Den fünften Akt habe ich mit meinem Barb ein bisschen angezockt. Aber halt noch nicht durchgezockt. Naja, das will ich mir hier für den Kreuzritter aufheben. Und, ja, mal gucken. Ich denke mal, dass wir das... Ah, jetzt sind alle geblendet, okay. Ich glaube, das andere hat mir besser gefallen. So. Was haben wir denn neues Schildstoß? Schwungangriff. Schwingt einen mystischen Flegel, der allen Gegnern innerhalb von 18 Metern vor euch 400% Waffenschaden zufügt. Aha. Aha. 20 Zorn, 30 Zorn. Ja, würde ich sagen, probieren wir einfach mal aus. So, dann wollen wir mal hier die Alte umnatzen. Oh ja, der ist nice. Der gefällt mir. Oh, eine Schärpe, die können wir gleich mal anlegen. Haben wir noch nicht. Zack. Aber halt auch nur für große Gegnermassen geeignet. Gefällt mir. Ja, der, Oh, da unten ist ein Elite-Pack. Das heißt, das wird immer ein bisschen dauern. Handschuhe haben wir schon, okay. Uiuiui. Jetzt werde ich mich beweisen. War jetzt nicht nötig, aber... Ah, hier kann man gut oft hintereinander anwenden. Das gefällt mir. Auf jeden Fall besser als dieser Schildstoß, wie ich finde. Was wir da noch für Runen kriegen. Was haben wir hier für ein Schild bekommen? Zähigkeit, Heilung. Naja, gut. Scheiß auf den einen Heilung. So, mal gucken, was hier noch so geht. Was haben wir da unten? Ein einfacher Dolch. Hat der mehr DPS? Huhu. Ein bisschen mal. So, gut. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Ogden und seine Frau haben Großmutter und mir angeboten, weiterhin bei ihnen zu leben. Dann geht das Ganze hier auch ein bisschen fixer. Nun, da die Tage der Sorgen vorbei sind. Ich habe auch noch keine Streams gesehen oder dergleichen. Oh, schöne Keule. Ach, die nehmen wir doch glatt. Ich habe auch noch keine Streams beim Kreuzritter gesehen. Zumindest noch keine Builds. Mal so nebenbei habe ich es verfolgt. Schön. Aber ansonsten auch nicht. Ja, ich habe schon ein paar Hardcore-Stunden auf dem Buckel. So einen richtigen Major habe ich eigentlich nicht, weil gerade mit dem neuen Patch ja quasi dieses charakterübergreifende Paragon-Level eingeführt wurde, was ich sehr, sehr begrüße, was ich sehr, sehr geil finde einfach. Gerade im Hardcore-Modus entschärft so ein bisschen den Hardcore-Modus. Okay. Ja, danke für eure Hilfe, aber könnt ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Machen wir. Sehr schön. Stufe 6. So. Okay. Ja, jetzt habe ich es weggedrückt, wollte ich eigentlich nicht machen. Ja. Neues Quest, das Vermächtnis von Kane. Wir müssen jetzt einfach nur, zu, was haben wir hier? Okay. Bestrafen mit einer Ruhe, mit der Rune Gebrüll. Wenn ihr einen Angriff blockt, während gestählte Sinne aktiv ist, geht ihr vor Wut in Flammen auf, wodurch ihr vor 15 Metern 45% Waffenschaden als Feuerschaden erleidet. Na, das machen wir doch mal. Das machen wir doch mal. Nee, da wollen wir jetzt nicht rein. Wollen hier auch ein bisschen was schaffen in der ersten halben Stunde. Hier, lasst mich das Tor öffnen. So, freue mich schon auf die Passiva, die bei ja, 10, 20 und 70... Starb, als ich noch klein. Zack. Ja, das kann man so schön oft hintereinander benutzen. Ja, man merkt aber, die Gegner halten mehr aus. So, weiter geht's. So, wir müssen also jetzt zu Leas Behausung. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon kennen. Akt 1, alter Schuh, oft genug gespielt. Zumindest im Hardcore-Modus. So, habt ihr was? Ja, es kann natürlich öfter passieren, dass ich meine Gedankengänge einfach mal abbreche. So, und da ist Hauptmann Daltin. So, geblitzt. Der hat hier gleich so eine Eisverzauberung. Genau. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drin stehen. Sensenschwung, Sensenschwung. Ah.
Ah, brauchen wir schon ganz schön lange hier, zack. Ja, auf jeden Fall ein lustiger Skill hier. Ja, man merkt schon, Meister ist schon... Das dauert schon wenig. Aber egal, wir ziehen es jetzt durch hier. Soll ja auch vielleicht ein bisschen spannend für euch werden, weil Hardcore-Modus ist nun mal... ja, da gibt's nix. Von wegen, ja, ich belebe mich mal wieder. So, Level 7 sind wir schon. Und jetzt kriegen wir hier auch langsam endlich mal ein paar 11,0. Bringen 3 Erfahrungen, scheiß drauf. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ach so, ist ein Zweihandschwert. Nee, nee, nee. Warte mal, ich habe doch gehört. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein. Ich hatte mal gehört, dass man mit dem quasi ein Zweihandschwert führen kann und trotzdem. Aber es funktioniert wohl nicht. War wohl Overpower. Okay. Kann vielleicht auch noch in irgendeiner Beta, in irgendeinem Beta-Stream gewesen sein. Also mir war so, als wenn das irgendwie ging, dass man quasi eine Zweihandwaffe tragen konnte, aber trotzdem ein Schild dazu. Okay, das war wohl nix. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Mein Zorn. So, flüssige Lederhose wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen, aber wir werden es dann halt auch mal zum Craften nutzen. Oder um Craft-Materialien zu erstellen. So, weiter geht's. So, Straße nach Alt Tristram. Für diesen hier ist der Kampf vorbei. Achso, jetzt kommen da welche raus. Ach, die werden wir mal links liegen lassen. Brauchen wir nicht unbedingt. So. So, 8 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Also ich denke mal, bis zu Kane werden wir es hier noch schaffen. Und ist dann rausgekommen. Dann werde ich ein bisschen craften und Folge 2 wahrscheinlich gleich hintereinander aufnehmen, bevor ich das hier wo rendern werde. So, die wollen wir mal hier angucken. Oh. Achso, ja genau, man kann seine Skills während des Kampfes nicht ändern, das war es auch neu. Ach, das funktioniert wahrscheinlich nur mit diesen Waffen, wa? Ne, funktioniert es auch nicht. Was für ein Schüssel. Was für ein Mist. Ja, gut. Ich dachte wenigstens bei Kreuzritter spezifischen Waffen könnten wir das Schild nehmen. Das funktioniert nicht. Ne. Ja, kann ich ja ruhig noch länger probieren. Gut, weiter geht's hier im Text. Ja, Level 7 sind wir schon. Ja, ich werde auf jeden Fall craften nach der Folge mal. Wobei sich das halt nicht so wirklich lohnt. Ein Fellgurt. Den legen wir mal an. Ah, hier unten war öfter mal so ein Schrein. So, jo, sieht doch ganz passabel aus. So, dann will ich euch natürlich auch bei neuen Gegnern, kriegt man immer Bonus-XP, wenn man die das erste Mal tötet. Habe ich eigentlich schon meine neuen Fertigkeiten dann angeguckt? Oh, wir leiden also so gut wie keinen Schaden hier. Das heißt, wir können... Sieht ja ganz gut aus hier mit den Explosionen. So, Schildstoß. Zerborstener Schild. Der Schild zersplittert Explosionen in kleinere Fragmente, die zusätzlichen Gegner treffen. Und dann nehmen wir das mal. Wobei mir das zweite eindeutig besser gefällt. Aber wir wollen hier ja mal alle Skills so ein bisschen ausprobieren. Okay, da sind die. Aha, na gut. So. Warum mag ich doch den Sensenschwung lieber? So, hier haben wir so einen Brunnen der Reflexion. Auch mit Patch 2.01 neu eingeführt. Erhöht quasi
unseren Erfahrungsbonus, oder gibt uns einen Erfahrungsbonus, sagen wir es mal so, von 25%, solange bis wir sterben. Wäre im Hardcore-Modus natürlich ein bisschen ungünstig. Insofern ist das uns ziemlich Banane. Aber halt nur über einen bestimmten, über eine bestimmte Erfahrungsmenge hinweg. Ja, also dann muss man halt wieder einen neuen finden. Also der ist quasi erfahrungsmäßig begrenzt. So, gucken wir mal hier. Ja, vielleicht werden wir also zu Kane auch erst in der nächsten Folge kommen. Gut, 4 Minuten haben wir noch hier. Laut meinem Timer. Keine Chance hier. So. Aber ich muss sagen, der spielt sich ganz angenehm hier. Auch neu, auch gute Neuerungen. Heiltränke werden jetzt beim Rüberlaufen, ähnlich wie Gold, einfach aufgenommen. Finde ich ganz gut. Wobei man jetzt, ist wohl eher für den Softcore-Modus geeignet, beim Hardcore-Modus, wenn man da halt des Öfteren Heiltränke braucht, dann sollte man sich wirklich arg Gedanken machen, ob man nicht lieber, und wir sind hier völlig falsch, ach nee, da oben hochzulaufen hat jetzt keinen Bock. Ach ja, wir können ja uns ja hier mal die Schwingen holen. Alle Vorbesteller haben ja hier so eine schönen gelben Schwingen, will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, werde ich jetzt auch nur noch den Rest der Folge tragen, weil ja, finde ich ziemlich dämlich. Aber ja, wer es will, gab es glaube ich als so kleines kleines Geschenk quasi für die Vorbesteller. Und ja, an dieser Stelle auch mal ein Dank an Blizzard. Jetzt wurde der da hinten wieder nicht getroffen vom Blitz, wa? Das scheint immer nur einen bestimmten Radius zu haben. Ja, aber das ist, also wenn wir blocken, dann, das ist ja auch ähnlich wie beim Mönchen. Da gibt es ja auch so eine Rune, dass wenn man quasi ausweicht, bei der einen Mantra, ich glaube, ist die letzte Rune, dann, lässt man so einen Feuerstoß los, der auch einen bestimmten Prozentsatz an Schaden ausrichtet. Also bis jetzt noch keine exklusiven Skills hier. Also alles schon mal irgendwie da gewesen. Ja, was macht der ziemlich geil, wa? Der mit dem Block. Finde ich schon ziemlich Porno. Hat was. Ja, das war halt so ein kleines Gimmick hier von Blizzard. Ja, den, diese komischen Flügel hier. Ja, wer es braucht. Klar. Ich benötige mehr Zorn. Ja, kriegen wir gleich. Ist doch hier noch ein Level drin, wollte ich doch gerade sagen. Neuer Rekord, 18 mit einem Schlag. Eisenhaut. Oh! Eisenhaut, das hört sich ja stark nach Diablo 2 an. Da hatte doch der Barb Eisenhaut. Oh, ich glaube, den werden wir hier so auf Meister mit unserem aktuellen Schaden, den wir machen, nicht down kriegen. Uiuiui. Voll daneben gesetzt. Nee, den werden wir hier wohl nicht down kriegen. Aber wir können es ja trotzdem. Nee. Das hat keinen Sinn. Da ist er weg. Schade eigentlich. Ja, ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man nicht genug Damage macht. Wenn der Goblin auf die Art und Weise sich einfach verpieselt. So, wo geht's denn hier lang zu Kane? 1 Minute haben wir noch. Ja, hier geht's auf keinen Fall lang. Gut. Oh, ich werde mal die dämlichen Flügel mal ausstellen. Die habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal. Weil 3 verschiedene Helden schon angezockt hier. So. Ja, ein Kompliment an Blizzard war ich. Beim Kompliment von Blizzard war ich von hängen geblieben. Oder ein Kompliment an Blizzard, besser gesagt. Reibungslos vonstatten gegangen, die ganze Bagage hier. Also man hat ja ähnlich wie beim Release von Diablo 3 die Befürchtung von ewigen Wartezeiten, ewigen Logins, Fehlermeldungen bis zum Abwinken. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das haben sie, oh, können wir mal nehmen, das haben sie wirklich super hingekriegt.
Das kann man nicht anders sagen. Ja, ohne Probleme, keine Lags, keine Wackler drin gehabt. Also, sie lernen. Sie haben definitiv gelernt. Und wir haben es geschafft. Ja. Die Folge ist zu Ende. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Bye, bye.